Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Nottingham Forest Karriere. Ja Leute, wenn wir noch so ein Transferfenster, was geöffnet ist, dann werden wir Brighton, Luton Town im Pokal und Everton auch in der Liga, genauso wie Brighton, schnell simulieren. Dann gegen Tschechien in der, ist es die Quali oder ist es ein Freundschaftsspiel? Das ist die Quali und das ist auch unser letztes Spiel, heißt es müssen wir eigentlich gewinnen. Weil sonst wird es nichts mit der EM. West Ham und Burnley wird schnell simuliert. Dann gegen Arsenal spielen wir selber. Und dann wird auch nochmal gegen Newcastle schnell simuliert. Genauso wie auch gegen Belgien und England, was aber nur Länderspieltestspiele sind. Wir sind noch direkt beim ersten Spiel gegen Brighton und Hove Albion. Gehen wir rein mit unseren neuen Spielern Kier, Alderweireld und Co., die wir gekauft haben. Verlieren da damit 3-2. Bei uns tritt Voigt und Milligan. Bei Brighton Nketiah und Connolly. Dann sehen wir, Duncan Coutts hat uns verlassen für ein Jahr zu Sheffield United. Wir sehen, Brennan Johnson ist wieder fit. Heißt, den können wir wieder einsetzen. Gegen Luton Town werde ich es aber riskieren, mal ein paar anderen Spieler spielen zu lassen. Ince kommt rein. Dann darf auf jeden Fall hier Voigt spielen. Rechtsverteidiger aus Etut. Also wenn wir komplett austauschen, dass die Spieler hier mal auch ein paar Einsatzminuten bekommen. Hier darf auch mal der gute Sillison spielen. Forner kommt rein. Billing. Und dann nochmal Olaru. Und so starten wir dann rein. Wir müssen dann... Ah, jetzt bin ich in normale Simulation gegangen. Oh, ich kann wieder ausrasten. Aber warum spielt Johnson, wenn der danach ausgegraut war? Und noch so ein Pflaster, verstehe ich nicht. Wir springen zum Endergebnis und verlieren im Elfmeterschießen mit 5-4. Das läuft einfach gar nicht in dieser Saison. Dann sehen wir, Felix Voigt geht für 2 Jahre zu Fulham. Isiof Lupu geht dann auch nochmal für 2 Jahre zu Vizela. Keine Ahnung, wo die sind. Komm, gehen es 17. gegen Everton. Die haben so ein gutes Team. Aber ich möchte mal jetzt wieder ein Spiel gewinnen. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Jetzt sind es 4 Spiele, 4 Niederlagen. En-Nesyri und Mbemba treffen. Wir haben noch 1 Stunde auf der Uhr und schaut mal, Leicester City 300 ausgegeben, also 300 Millionen ausgegeben, 317 Millionen eingenommen. Die haben echt Gas gegeben. Und wir werden jetzt nichts mehr tun. Wir haben keine Spieler eingekauft und keine verkauft mehr. Heißt, wir werden jetzt die Uhr runterlaufen lassen. Europameisterschaftsqualifikation. Ich denke, am Team werden wir nicht mehr viel machen. Wir müssen aber Sander Berge austauschen, ne? Ah, weil der verletzt ist, dann nehmen wir Forsby. Wie alt ist denn der? Ich will vielleicht ein bisschen jüngeren nehmen. Okay, der ist auch gerade nicht so jung. Okay, wir sind beide gleich alt, deswegen nehme ich Au. Die Erinnerungen sind jetzt abgeschlossen, genau, diese Außen. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ja, also Tschechien ist eigentlich schon weg, aber die haben ein gutes Team. Die haben einige gute Spieler, Loschek zum Beispiel, Suček, Vaslik, Kadaschabek, den man kennt. Die haben auch vorne einen Patrick Schick. Komm Jungs, wir gehen rein in die Schnellsimulation. Wir haben halt einen 92er Haaland, einen 86er Ödegaard, einen Sörloth, Hauge, die gut sind. Kommt Leute, das müssen wir doch hinbekommen. Wir spielen nur 1-1 und damit sind wir leider nicht in der EM. Loschek trifft bei Tschechien, bei uns trifft Hauge. Bye. Leute, wie scheiße knapp war das bitte. Oh mein Gott, wie war das letzte Spiel hier nochmal? Das ist, kann ich keinem erzählen. Portugal spielt unentschieden, damit sind sie vor Bayern und in Griechenland gewinnt sogar. Schaut mal, Spanien 14, Griechenland 13, Portugal 12, wir 11. Wie kann man eigentlich so bitter rausfliegen? Und auch die Tordifferenz, wir haben mit die beste Abwehr mit Portugal und Spanien. Ist echt bitter, kommen jetzt gegen West Ham United. Wir müssen jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen. Kommt Leute, und wir gewinnen das erste Spiel. Kier und Moukoko treffen bei uns. Kier trifft, dann kriegt er 20 Minuten Gelb-Rot, 20 Minuten später. Und Bowen trifft bei West Ham. Dann sehen wir ein monatliches Scouting-Update aus Kroatien. Wenn der da fertig ist, den werden wir dann auch nicht mehr wegschicken. Weil ich denke nicht, dass wir noch Talente finden, die jetzt noch in die Mannschaft reinfinden werden. Und hier ist Milenko Zupan mit einer der besten. Neboja Horvat, den können wir auch mitnehmen. Jetzt das Spiel gegen den FC Arsenal, wenn wir auch ein Top-Team reinstarten. Müssen aber Kier raustauschen. Ich glaube, den können wir so nicht raustauschen. Ne, okay, es geht nicht. Das muss dann wahrscheinlich der Dings dann machen. Egal, würde ich sagen, starten wir hier rein in das Spiel gegen Arsenal. Da ist jetzt Milligan, spielt den Ball hier durch zu Johnson. Jetzt haben wir die Chance, wenn wir das gut ausspielen. Da ist Johnson. Und in der 82. Minute, da ist das erlösende Tor. 82 Minuten, passiert gar nichts. Und dann kommt der wiederkehrende Brennan Johnson. Der macht dann hier das 1-0 und ich hab, ey Leute, ich hab mir gesagt, wenn ich jetzt den verschieße, ich hab mir gedacht, Junge, ich mache einfach aus. Ich gehe aber wieder schlafen, ne? Osetudu kommt rein für Robinson, ne? Da ist Johnson, der macht dann das Tor. Ist aber nicht die einzigste Änderung, die wir tätigen. Da Silva kommt auch nochmal rein für Cook. Garner nochmal raus für Bill. Ja, wobei, ich lasse mal vorne die Chance.
Und so bestreiten wir noch mit den letzten 10 Minuten. Sherry pfeift ab, wir gewinnen gegen Arsenal mit 1-0. Wir haben einen Leistungscheck von Norwegen erhalten, also Neuseeland werde ich ablehnen. Norwegen, FIFA World Cup qualifizieren, Europameisterschaftsrunde der letzten 32 erreichen, haben wir nicht mal geschafft, Europameisterschaft. Aber ich würde sagen, ich gebe Norwegen nochmal eine Chance, der das Angebot annehmen und bleibt Trainer von Norwegen. Das nächste Spiel jetzt gegen Burnley, komm, nach 2 Siegen in Folge kann man doch eine weitere Siegesserie starten. Nein, können wir nicht. Cornet trifft bei Burnley, bei uns Lewis Cook. Nächstes Spiel gegen Newcastle United, die sind auf Platz 13. Gehen wir rein in die Schnellsimulation, spielen 2-2. Sam Maxima und Dennis Suarez treffen und die waren nur noch zu 9. Die haben einfach 2 rote Karten kassiert, Malinowski und eben Dennis Suarez. Bei uns treffen Jovain und Cook. Jetzt haben wir 2 Testspieler, einmal gegen Belgien und einmal gegen England. Wir werden ein bisschen ändern und zwar Rosbach im Tor, Mehling, Ostigard, Gregerson, Peterson in der Abwehr, Hauge, Michio, Ödegaard, Evchen im Mittelfeld, King und Haaland vorne. Man könnte auch sagen King Haaland. Drin bleiben bei uns einmal Hauge, Haaland, Ödegaard. Starten wir rein in die Schnellsimulation, danach auch in die Schnellsimulation gegen England. Spielen 1-1, bei uns trifft King, bei Belgien Januzaj. Und die Stats sehen eigentlich gar nicht so gut aus, aber das nehme ich mit. Und mit dem gleichen Team verlieren wir dann 4-1 gegen England. Michio trifft bei uns, bei England trifft Sterling und Ings doppelt. Neues monatliches Scouting-Update, das ist dann auch der Abschluss für diese Folge. Und mal schauen, ob wir vielleicht ein gutes Talent dabei haben. Wir spielen danach jetzt auch schon gegen Liverpool. Milenko Soldo, den nehmen wir mit. Wir schauen mal ganz kurz drauf, wie der aussieht. Milenko Soldo, ja, ist nicht schlecht. Den können wir mal schauen, was wir mit dem für einen Entwicklungsplan geben können. Vielleicht eine andere Position, ich würde sagen rechter Flügel. Und da würde ich sagen, war es das von dieser Folge, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch kein Abo dalassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.